Ganz herzlich willkommen an Susanne Roth. Ich freue mich ganz sehr, dass sie sich bereit erklärt hat, heute den Vortrag in unserer WMUG Live Session zu halten. Ich freue mich auch, dass ein paar jetzt am Vormittag zu so einer ungewöhnlichen Zeit bei uns live mit dabei sind. Vielleicht kommt noch der eine oder die andere dazu. Das Thema, worauf wir uns verständigt haben, ist jetzt Wissensmanagement mit der Zukunft, Beispiele von der Asiatischen Entwicklungsbank. Es geht also darum, wie man dieses Foresight Thinking einsetzt, um die Entwicklung für die Zukunft im Bereich Wissensmanagement mit einzusetzen. Alles Weitere wird Susanne Roth euch natürlich selber erzählen. Und deswegen lasse ich das hier auch mit der Vorrede. Das andere kannst du dich selber vorstellen. Also ich übergebe dir es hiermit und wünsche allen vielen Freude und Spaß. Ja, okay, vielen Dank. Ja, also super hier zu sein in der Deutschen Wissensgesellschaft. Ich wollte euch heute so ein bisschen einen Überblick geben über die Asiatische Entwicklungsbank, weil wahrscheinlich nicht alle von euch mit der ADB bekannt sind. Dann ein bisschen zu unserer Arbeit im Wissensmanagement. Dann, wie wir von der Zukunft gelernt haben und eben Zukunftsforschung und Foresight verwenden und wie das ein integraler Teil unserer Knowledge Management Arbeit geworden ist. Jetzt ein bisschen Hintergrund über mich selbst, damit ihr sehen könnt, mit welchen Denkpatterns ich zu Knowledge Management gekommen bin und welchen Hintergrund ich habe. Also ich bin ursprünglich ausgebildete Ärztin im Bereich Chirurgie und Notfallmedizin von der Universität Heidelberg in Deutschland und bin dann aber Ende 20 war, nach auf die Philippinen gezogen, habe dann dort im Public Health Bereich gearbeitet, habe einen Master in Public Health and Policy, kam so letztendlich zu sozialer Entwicklung und bin dann zur Asiatischen Entwicklungsbank gegangen in einem sehr fachfremden Bereich, nämlich im Bereich Frauenrechte und Frauenempowerment in Zentralwestasien, hauptsächlich Afghanistan und Pakistan. Und im Kaukasus und musste letztendlich immer auch Wissensmanagement selber anwenden, weil ich häufig dann Rollen in der Bank hatte, die eigentlich nichts mit meiner ursprünglichen Ausbildung zu tun hatten. Das war der Anfang, dann hatte ich verschiedene Rollen, habe dann unter anderem die Verbindung, die Partnerschaft mit der UN gemanagt, also viel gelernt zu Diplomatie, Sustainable Development Goals, habe dann den Gesundheitssektor wiederbelebt in der Bank und war dann sehr involviert in verschiedenen Reforminitiativen in der Bank, unter anderem eben in der Reform, Kulturreformen in der Bank, Business Process Reformen, Reorganisation und natürlich Wissens- und Innovationsmanagement. Also das ist jetzt so mein Hintergrund. Zur ADB selbst. Kennt jemand von euch die ADB? Okay, ihr seid mit der Weltbank bekannt. Kennt ihr die Weltbank? Okay, also die Weltbank, klar, ist für die ganze Welt zuständig. Es gibt eben außer der Weltbank auch regionale Entwicklungsbanken. Es gibt die Interamerikanische Entwicklungsbank, die Afrikanische Entwicklungsbank, die Europäische Bank for Reconstruction und es gibt die Asiatische Entwicklungsbank. Und dann gibt es noch viele kleinere subregionale Entwicklungsbanken. Wir bestehen seit den 60er Jahren. Deutschland ist der viertgrößte Geber und Mitgliedsland also der größte europäische und der viertgrößte. Die anderen sind Japan, Vereinigte Staaten, Australien, aber wir haben insgesamt 68 Mitgliedsländer, davon sind 49 in der Region Asien und Pazifik. Das geht von Tonga, Tuvalu, Pazifik, also die Atollen im Pazifik, bis zum Kaukasus. Das ist unsere gesamte Region. Und wir haben ein Kreditvolumen im Jahr von ungefähr 30 Milliarden Dollar. Das mag jetzt viel klingen, aber ist es letztendlich nicht, wenn man sich überlegt, was die Bedürfnisse der Länder hier in der Region sind. Und wir haben seit 2021 als einzige Entwicklungsbank ein ganz großes Klimamandat. Also wir sind die einzige Bank, die gesagt hat, wir sind eine Klimabank. Wir fokussieren unser gesamtes Geschäftsmodell und unsere neuen Kredite jetzt auf Klimaveränderungen, auf Verhinderung oder Verminderung von CO2-Ausstoß und natürlich auch Adaptation, logischerweise. Also zum Beispiel, ich sitze jetzt in den Philippinen als eines der Länder, das am meisten von Desastern betroffen ist in der ganzen Welt. Und wir haben gesagt, dass wir bis 2021 $1 Milliarde zur Verfügung stellen für die Klimafinanzierung. Den Hintergrund wollte ich euch geben, weil ihr damit verstehen sollt, dass wir, was wir im Knowledge Management Bereich machen, ganz viel jetzt damit zu tun hat, wie entwickeln wir neues Geschäft, neues Business. Wir sind ursprünglich eine sehr große Infrastrukturbank. Unser Portfolio ist in erster Linie in der Vergangenheit in großen Transportprojekten, großen Energieprojekten oder Städtebauprojekten gewesen. Und jetzt muss das alles angepasst werden, soll alles Klima
freundlich sein, soll alles mit Paris Agreement aligned sein. Das heißt, wir brauchen neue Wissensarbeit upstream. Wir müssen unser Wissen neu managen. Wir müssen anders an Dialoge rangehen. Und wir müssen auch wissen, was ist das Wissen, das wir für die Zukunft letztendlich brauchen. Und wenn man das hier mal im Kinefin-Framework von Dave Snowden anschaut, kann man sich das so vorstellen, dass wir also in den letzten 50 Jahren in erster Linie mit Best Practice und Good Practice beschäftigt haben und unsere Wissensmanagement in erster Linie darum ging, sehr stark Explicit Knowledge betont, und dass wir uns jetzt aber viel, viel mehr mit den Themen Novel Practices und Emerging Practices beschäftigen müssen. Das geht von neuer Technologie zu neuer Art, wie man große Infrastrukturprojekte plant, wie man überhaupt entscheidet, welche Projekte man finanzieren wird, wenn man eine klimafreundliche Entwicklung haben möchte in diesen Ländern. Also zusammengefasst kann man wirklich sagen, wir sind an dieser Crossroad, wenn wir dieses Quote uns anschauen, why on earth would we need the telephone if we can easily send boys, servants and soldiers. Also das ist im Prinzip, wo wir uns auch befinden. Ja, warum brauchen wir das Telefon, wenn wir doch eigentlich Soldiers haben? Also eine komplette, und damals dachte man, wir brauchen einfach bessere Straßen, und wir haben immer noch zum Teil diese Mentalität, wir brauchen einfach bessere Straßen und bessere Infrastruktur, und dann wird sich das alles schon ergeben. Länder werden wachsen und dann können sie irgendwann in Klima investieren, aber so ist es eben nicht. Ne? Wir können nicht 10, 15 Jahre darauf warten. Also das ist im Prinzip das Zentrum und auch diese Urgency, warum wir so viel jetzt in Wissensmanagement investieren. Und wenn man sich das visuell vorstellt, ist das im Prinzip wirklich von ganz stark Infrastruktur, Straßen, Autos bezogen auf Natur, wir nennen das Nature-Based Development, eine ganz andere Art und Weise der Entwicklung und des Designs der Projekte und natürlich auch ein ganz anderer Dialog, den wir brauchen mit den Ländern. Und da passt eigentlich dieses Zitat hier sehr gut rein, dass wir im Prinzip jetzt auch sagen, wir müssen uns viel mehr als Lerner begreifen und müssen verstehen, wie wir lernen können, als sozusagen so die Bank sein, die alles weiß und kommt zu uns, wenn ihr was wissen wollt. Ja, also im Prinzip auch Dekolonialisierung von Wissen. Das alles hat sich aufgebaut in den letzten, kann man sagen, 20 Jahren mit einem starken Fokus auf Knowledge Management seit 2004, aber sehr stark bezogen auf quantitative Ziele. Wie viel haben wir publiziert? Wie viel, Reports, wie viel Events haben wir gemacht? Und das haben wir jetzt komplett verändert und gesagt, es geht eben um den Impact, es geht um die Solutions, die wir zur Verfügung stellen, es geht darum, wie wir Menschen miteinander, Experten miteinander verbinden, und es geht um Lernen und wirkliche nachhaltige Entwicklung von Kapazitäten. Und worauf wir jetzt sehr, sehr stolz sind, ist, dass wir eben diese drei Shifts geschafft haben. Erstens, wir haben es geschafft, dass im höchsten Niveau unser Präsident und das Board gesagt haben, wir wollen Knowledge Solution Provider werden. Das könnt ihr euch vorstellen, das ist ein großer mentaler Shift von Bank, möglichst viel Geld, Commitments, diese Sprache zu sprechen. Zweitens haben wir eben ein sehr solides Knowledge Management System etabliert in der Bank. Und drittens sind wir die erste Public Sector Organisation, die mit dem ISO Standard 3041 aligned sein möchte. Und wir machen jetzt als erste Organisation ein Audit nächstes Jahr, ISO 3041. Audit. Ich glaube, da muss ich jetzt gar nicht im Detail reingehen. So, die Frage, und deshalb wollte ich das mit Wissensmanagement für die Zukunft verbinden, ist, wie haben wir das gemacht? Und da hat mir persönlich eben meine Erfahrung in Zukunftsforschung und Foresight sehr, sehr, sehr geholfen. Ich mache das seit 2016 und werde gleich dazu kommen, wie. Und zwar haben wir eben versucht, uns ein Wissensmanagement für die Zukunft vorzustellen und ja, von der Zukunft zu lernen und nicht so sehr nur von der Vergangenheit, was wir früher gemacht haben oder was andere in der Vergangenheit gemacht haben. Und jetzt zu Zukunftsforschung. Wer von euch kennt sich denn aus mit Future Thinking und Foresight? Irgendjemand hat damit schon mal Berührung gehabt oder gearbeitet? Also das ist eigentlich ganz interessant, denn Zukunftsforschung kommt eigentlich aus den Sozialwissenschaften und wurde in den 60er Jahren eine sozialwissenschaftliche Disziplin. Es gibt verschiedene Schulen
in der Welt. Es wurde sehr vorangetrieben von Amerika und wurde sehr damals verbunden mit dem Militär, mit Defense. Und da gibt es die Hawaii School of Futures, mit der wir eng zusammenarbeiten. Und da sind unter anderem zwei Experten, Professor Sohail Inayatullah und Professor Ivana Milošević, mit denen wir eng arbeiten. Natürlich gibt es die Amerikaschule, dann gibt es die Europaschule, die mehr praktisch ist. Und dann gibt es die asiatische Schule, die sehr stark praktiziert wird von Singapur. Singapur hat ein Center for Strategic Futures im Premierminister Office. Die machen also regulär Identifikation von Mega-Drivers, New Forces und bringen das dann, brechen das dann runter auf ihre sektorialen Ministerien und stimulieren die dann darüber nachzudenken, was wird in der Zukunft kommen, was brauchen wir für Policies, was brauchen wir für eine Privatsektorentwicklung. Beispiel ist der Flughafen in Singapur, der ja eigentlich als Logistik-Hub oder als Transportkreuz gesehen wurde, was jetzt aber durch Zukunftsforschung und Denken und Wissensmanagement für die Zukunft sehr stark umgewandelt wird in eine Hub für 3D-printed Aviation Material. Also das ist jetzt ein Beispiel. Oder auch Singapur ist ja führend in digitaler Transformation, wurde auch ganz stark von Zukunftsdenken und Wissensmanagement für die Zukunft beeinflusst, ebenso autonomes Fahren. Und das sind so ein paar Beispiele. Und jetzt fragt ihr euch bestimmt, wie geht das? Also Future Thinking ist im Prinzip eine Art zu denken, ein System. Und für Wissensmanager gibt es verschiedene Tools, die man verwenden kann in Workshops und Seminaren. Das kann man eigentlich einfach unterbrechen in 6 Pillars. Das erste ist, man mappt die Zukunft. Man schaut, wie war die Vergangenheit? Was sehen wir in der Zukunft? Was zieht uns in die Zukunft? Was hält uns zurück, in die Zukunft zu gehen? Und man spielt dann so Spiele wie Time Machine, wo eine Gruppe sich vorstellt, eine Gruppe ist in 1980 und die andere ist in 2020 und die Gruppen erzählen sich gegenseitig, oh, was hat sich denn entwickelt? Wie ist denn jetzt 2020? Und so fällt dann den Participants auch auf, was es alles für Veränderungen gab in der Zukunft. Dann macht man etwas, was man Anticipating nennt. Da nehmen wir eben Tools, um zu schauen, was sind denn Emerging Issues, die wir so ganz am Horizont irgendwie erkennen. Und die mappt man. Und dann beschäftigt man sich mit Timing. Das ist ja immer ein Pendulum, wie wir auch wissen von unserer eigenen Geschichte, konservativ, liberal, pendeln in Generationen verschiedene Meinungen oder Zukunftstrends hin und her. Dann beschäftigt man sich mit dem Deepening. Man kreiert Szenarios für die Zukunft und verwendet verschiedene Tools von Daten, Information und Data, jetzt in der Wissensmenschensprache. Dann verwendet man Systeme und wie man die Welt sieht, bis zu Narratives, also Stories, Geschichten und auch wirkliche Metaphors, also Bilder, die man verwendet, um die Zukunft zu beschreiben. Man beschäftigt sich dann ganz viel damit, Alternativen zu kreieren, weil es eben nicht nur eine Zukunft gibt, sondern ganz viele. Und dieses Kreieren von Alternativen hilft sehr stark in Organisationen wie unserer, wo wir sehr viel Group Thinking haben. Also die Gruppe entscheidet und denkt, wenn du ein Outlier bist und eine andere Meinung hast, traust dich nicht so richtig beizutragen. Und diese Alternativen erlauben eben auch die Leute mit anderen Meinungen sozusagen reinzubringen in die Gespräche, weil man eben andere Szenarien, andere Zukunftsvorstellungen erlaubt. Und dann beschäftigt man sich mit Transformation. Wie kann man das implementieren? Dann nutzt man Tools wie Backcasting. Also man geht erst in die Zukunft und arbeitet dann zurück. Was muss denn eigentlich passieren, um diese Zukunft zu erreichen? Im Sinne von, welches Wissen muss ich haben? Was ist mein kritisches Wissen? Welche Policies brauche ich? Welche Leute, welche Institutionen und so weiter? Das sind die verschiedenen Tools. Okay, also das ist jetzt ein Überblick über die verschiedenen Tools, die wir verwenden. Und jetzt wollte ich euch einen ganz kurzen Überblick geben über eigentlich eines meiner Lieblingstools. Und das ist, was das nennen wir Causal Layered Analysis. Und das haben wir verwendet, um 2018 eine Idee zu bekommen oder einen Konsensus zu kreieren. Was stellen wir uns denn eigentlich vor, wie die Bank als Wissensbank und als Wissensmanagementbank oder als Wissens-Solution Provider, wie das aussehen sollte. Und wir haben das gemacht mit Kollegen im Finanzministerium in China, also mit Kunden sozusagen.
Und das ist jetzt mal so ein Beispiel. Also in Causal Layered Analysis geht man eben von der oberflächlichen Ebene, die, das wir Litanie nennen, also wie ist die offizielle Beschreibung von einem bestimmten Status, wie würde ich das auch messen, geht man weiter in das System, was ist die Vorstellung, also in welchem System operiert man. System könnte Kapitalismus sein, könnte Sozialismus sein, könnte sein, dass man Knowledge Management interpretiert als die Zahl an Reports, die man publiziert oder an Events, die man macht, tiefer dann in die, wie man die Welt versteht. Ja, also in diesem Fall war das jetzt, dass das Beste ist, dass man so viel Wissen wie möglich anhäuft. Ja, das war damals 2018 eben die Meinung, bis dann eben zu einer Beschreibung. Also das wurde beschrieben als Wissen an einer Kette. Man sammelt immer mehr Wissen. Wissen ist irgendwie in einer Kette. Es geht nur um explicit Wissen, aber man kann es nicht wirklich anwenden. Und dann entwickelt man eben einen Zukunftszustand, der dann in dieser Gruppe beschrieben wurde als Wissen mit Flügeln. Also, dass man wirklich sich auf Impact und Solutions bezieht. Und das wurde dann sogar illustriert. Also, das war jetzt ein Beispiel, wie wir wie wir Zukunftsforschung und Foresight angewendet haben für unsere eigene Wissensagenda. Und das hat aufgebaut auf unsere eigene Erfahrung mit Zukunftsforschung. Und da haben wir seit 2016 und dann in 2018, 19 am meisten dann mit einigen Ländern zusammengearbeitet. Zum Beispiel Philippinen, Indonesien, Kambodscha, Timor-Leste, China, Mongolei, Kasachstan, Armenien. Da sind wir im Prinzip mit Ländern, häufig auf Premierministerebene oder mit dem Kabinett zusammengekommen, haben diese Workshops facilitated mit Futures Tools und haben dann darüber gesprochen, welches Wissen, welche Themen sind denn für euch wohl wichtig für die Zukunft? Das war so, breitete sich also aus von Städteentwicklung, Wasser und Sanitation, Industrialisierung, Wissensökonomie, Governance, Landwirtschaft, alle möglichen Themen. Und die dann zum Teil auch wirklich zu neuen Projekten und ein neuer, wie wir das sagen, eben technischer Assistenz, neuer Wissensarbeit und Recherche in der Bank geführt hat. Und wenn ihr Interesse habt, da mehr zu lesen, wir haben das auch publiziert. Und das wurde ein interessantes Werk für viele Organisationen, die im Bereich, in der Intersektion arbeiten, Wissensmanagement Policy, Evidence-Based Policy Making und Zukunftsforschung. Weil natürlich, wie ihr selber wisst, häufig wir in Policy Making, in Government davon reden, wir brauchen Evidence, wir brauchen Daten, wir brauchen die Vergangenheit. Und man dann sagt, ja, aber wir machen das ja für die Zukunft. Also müssen wir uns ja irgendwie auch mit der Zukunft beschäftigen. Eins der Länder, die das sehr, sehr gut machen, ist UAE. Dubai hat das Museum der Zukunft. Das ist sehr interessant, das mal zu besuchen. Aber wie gesagt, in Europa sind sehr stark die Finnen, die sich mit Zukunftsforschung und Wissensmanagement für die Zukunft seit den 80er Jahren beschäftigen, vor allem, weil sie damals eine wirtschaftliche Krise hatten, eine Rezession, und sich eben komplett neu orientieren mussten. Und daraus kam dann zum Beispiel die große Investition ins Bildungssystem und ins Startup-System. Jetzt wollte ich euch ein Beispiel geben, damit ihr euch das vorstellen könnt, wie das funktioniert. Also wir machen dann Workshops, meistens über einen Tag, fangen an mit diesen verschiedenen, mit dem ersten Pillar von Zukunftsforschung, Mapping of the Future, Anticipating the Future und so weiter. Und hier in Armenien haben wir das gemacht mit hauptsächlich männlichen Bürgermeistern und regionaler, also so provinzieller Regierung. Die meisten waren so zwischen 50 und 60, haben wir das gemacht. Das war also sehr scary und uncomfortable am Anfang. Und dann wurde es aber immer interessanter und die haben dann Szenarien entwickelt für die Städteentwicklung und hatten dann also als, man nimmt so Artifact-Szenarien und hatten dann als Radical Change-Szenario genommen, die Stadt Jerewan, das ist die Hauptstadt, sollte ein Paradies werden. Also wo Leute aus der ganzen Welt wohnen wollen, wo man 100% elektrische Autos hat, wo man Gebäude hat, die modernisiert werden und so weiter und so fort. Und dass man sozusagen eine Hub wird für diese Region. Interessanterweise passiert das auch gerade und sie investieren sehr stark jetzt in eine lebbare Stadt, um die Lebensqualität zu verbessern und sind ja jetzt großes Zentrum geworden für Russen, die Russland verlassen. Zum Beispiel sind auch ein Start-up-Zentrum in der Region. Also wir haben dadurch, durch dieses Engagement geschafft, dass verschiedene Sektoren und Themen miteinander sprechen, dass man eben Stadtplanung holistisch betrachtet und dass man sich zukunftsorientiert
aufstellt und wirtschaftliche Möglichkeiten des Landes eben auf untraditionelle Art und Weise versucht zu nutzen. Also das war ein Beispiel von Armenien. Ein interessantes Beispiel von Kasachstan war, das ist ja eine ölbasierte oder öl- und gasbasierte Wirtschaft, die allerdings, wie ihr euch vorstellen könnt, sehr stark vom Ölpreis und so weiter abhängt, wie gut es denen geht. Und die wollen eben ihre Wirtschaft auch neu aufstellen und suchen nach neuen Wirtschaftssektoren. Und da haben wir, das war auch mit Regierungsangestellten, war eben diese Idee, Kasachstan hat ja so viel Platz und warum investieren wir nicht mehr in das Wissen von Recycling? Circular Economy, Recycling, Reuse und so weiter. Und wir könnten doch das Land werden, das sich am besten mit dieser Technologie auskennt. Und wir investieren in die Technologie für Recycling und für Waste Management. Und das ging dann so weit, also das wirkt zum Teil schon surreal, dass wir wirklich mit den Officials von der Regierung neue Stories und Metaphern entwickelt haben. Do not waste time, invest in waste. Waste is the new oil und so weiter. Und das führt natürlich zu einer Stimulation von neuem Denken und neuen Ideen. Also das war ein Beispiel. Es ging dann noch weiter, dass wir dann also innerhalb der Bank sehr viel investiert haben in Capacity Development von Staff, mit diesen Future Thinking Tools umzugehen und die anzuwenden. Und da hat vor allem der Transportsektor angebissen sozusagen und hat sich mit ARUP, das ist eine der größten Engineering Companies, die sehr viel große Infrastrukturprojekte planen, einen ganzen Prozess geleitet zu die Zukunft im Transportsektor, reimagining the future of transport, und hat dann neue Visionen entwickelt, die letztendlich auch die Bank und unsere Mitgliedsländer stimulieren sollen, anders über Transportinvestitionen nachzudenken. Das führt jetzt zu weiterer Wissensarbeit im Pazifik. Und das wird natürlich entsprechend jetzt gemanagt im Sinne von dem Kinefin Framework als Novel und Emerging Practices. All diese Arbeit ist verankert in der Bank in der Innovationshub, die wir durch den Knowledge Management Action Plan 2021 etabliert haben, weil wir gesagt haben, ADB braucht Knowledge Management für Efficiency Gain, für Productivity, aber vor allem für Innovation, weil wir eben unser Geschäftsmodell und die Projekte, die wir machen wollen, verändern wollen. Und da bieten wir eben an, diese interne Capacity Development für Staff und dann weiterhin das für Government Officials. Und da möchte ich noch ein Beispiel geben, wo wir ganz stark die Verbindung haben zwischen Wissensmanagement und Zukunftsforschung, und das ist mit der Planning Agency auf den Philippinen. Das ist die National Economic Planning Agency, die also die langfristigen Pläne für die Philippinen, für das Land entwickelt. Und die haben uns 2018 angesprochen und gesagt, wir wollen gerne, dass ihr uns helft, Wissensmanagement aufzubauen in unserem Ministerium. Und wir wollen eine Strategie. Und wir möchten, dass die Leute wissen, was ist Wissensmanagement. Wir wollen auch einen Center of Excellence. Mit dem haben wir viel gearbeitet. Und dann wollten sie eben auch Kapazitäten haben zu Zukunftsforschung und Foresight. Und das haben wir jetzt, der Timeline hier könnt ihr sehen, haben wir eben seit 2018, 19 gemacht und haben jetzt mittlerweile mit über 300 Mitgliedern von diesem Ministerium gearbeitet. Und jetzt wird wirklich Zukunftsforschung und diese Art, wie man über Wissen für die Zukunft nachdenkt, angewendet für die Entwicklungspläne für die Provinzen auf den Philippinen. So, jetzt komme ich zum Ende. Und ich weiß, dass ich wahrscheinlich ziemlich schnell gesprochen habe. Also, wenn ihr mich jetzt fragen würdet, was sind denn die Benefits von Future Thinking? Für ADB ist es so, dass es uns eine Struktur gibt, anders über Change und über Ungewissheiten zu reden und nachzudenken. Ich glaube, das sehen wir alle, dass Ungewissheit und Transition große Themen sind, mit denen wir uns auf der Welt zurzeit beschäftigen. Es hilft uns eben auch, die Vergangenheit zum Teil hinter uns zu lassen, von ihr zu lernen, aber eben auch eine gewisse Kreativität anzuwenden. Und es hilft sehr gut, wenn man sich beschäftigen muss mit Political Economy. Warum verändern sich Organisationen oder Länder oder auch Wissen nicht schnell genug? Was hält uns zurück? Inwieweit müssen wir uns vor allem eben auf Menschen und deren Verhalten fokussieren? Inwieweit müssen wir viel mehr Dialog haben und Konversation? Inwieweit müssen wir zusammen kreieren und einen Prozess schaffen, wo alle eben beitragen können?
Und es ermöglicht eben einen sicheren Base, verschiedene Meinungen zu äußern. Und letztendlich empowert Menschen wirklich über eine Zukunft nachzudenken, die sie wirklich wollen. Und dann eben auch ihnen sozusagen Agency zu geben, die zu kreieren mit dem Wissen und das Wissen so zu managen, dass es relevant ist für die Zukunft. Das sind so unsere Lessons learned. Und jetzt stoppe ich mal und hoffe, ich kann den Chat sehen. Die Frage ist, woher kam der Impuls zu diesem Shift hin zum Future Thinking Richtung Nature-Based Solutions, also NBS? Ja gut, das ist sicherlich Parallelprozesse. Also über Nature-Based Solutions wurde sicherlich schon eine ganze Zeit gesprochen, über die globalen Abkommen, über die Sustainable Development Goals, über natürlich den ganzen Klima, die Klimaverhandlungen, die ja schon seit 30 Jahren bestehen. Und dann war es auch so, dass einige Länder immer mehr Interesse hatten an Nature-Based Solutions, voranreitend China. Und dann wurde uns natürlich auch klar, dass wir anders rangehen müssen an die Konzeptualisierung von Projekten und dass wir auch andere Skills brauchen von Staff, anderes Wissen, andere Art, diese Projekte zu planen. Und dann kamen natürlich unsere Futures Thinking Skills dazu in diese Diskussion. Gut. Ihr habt ja umgestellt quasi von dem aus der Vergangenheit Sachen weiterentwickeln hin zu in die Zukunft denken. Was sollte nun an Wissen aus der Vergangenheit mitgenommen werden, weiterentwickelt werden? Welche Erfahrungen gibt es denn da? In welcher Richtung denkt ihr in die Zukunft und wo habt ihr Sachen, die ihr vorher gelernt habt, weitergeführt und mitgenommen? Ja, das ist, da gibt es sicherlich keine, wie soll ich das sagen, nicht eine Meinung in der Bank. Ja, da wird man sicherlich verschiedene Antworten bekommen. Aber was man sieht, und wir haben darüber einen Retreat mit unseren Vizepräsidenten und Generaldirektoren letztes Jahr gehalten, ist doch klar, dass was wir aus der Vergangenheit behalten müssen, ist das Wissen, wie man Projekte implementiert zu managen. Also das ist Financial Management, Accountability, wir nennen das Environment, Social Safeguards und Procurement. Das sind sicherlich alles Erfahrungen und Wissen, das wir aus der Vergangenheit weiter brauchen und auch weiter bilden müssen. Und natürlich auch das ganz wichtige Wissen der Länder. Wir arbeiten seit 50 Jahren, über 50 Jahren in diesen Ländern. Und dieses Wissen ist natürlich ganz, ganz wichtig, um realistisch und praktisch und konstruktiv über die Zukunft in den Ländern nachzudenken und eben das auch mit zu unterstützen. Armin hatte gerade eine Frage gestellt. Sehr gerne, vielen Dank, Susan. Im Moment ist regenerative Landwirtschaft ja ein ganz großes Thema, zumindest hier in Europa wird es immer stärker, damit auch Bodenwissen, Bodenkunde. Es ist die Frage, ist es für euch in der Bank ein Thema? Wie sammelt ihr dieses Wissen und wie könnt ihr solches Wissen dann auch individualisiert bereitstellen? Ja, sehr, das ist ein sehr gutes Beispiel. Also für Asien absolut genauso ein großes Thema. Das Problem mit den Böden in der Region Thailand, Kambodscha, Vietnam ist das große Problem der Versalzung der Böden vorhanden. Dann natürlich in China alle möglichen anderen Probleme. Also erstens regenerative Landwirtschaft, großes Thema. Zweitens, wir arbeiten viel mit Partnern. Da wir eben eine Entwicklungsbank sind und nicht alles Wissen haben können und auch relativ klein sind im Vergleich zur Weltbank, arbeiten wir zum Beispiel mit FAO oder mit IFAD oder mit Universitäten. Das heißt, da kommt häufig das Wissen rein. Dann haben wir natürlich neue Mitarbeiter, die auf dem neuesten Stand sind und dann diese Netzwerke ausbauen und auch wissen, was ist relevant. Und dann arbeiten wir, wenn es ein neues Thema ist, fangen wir erstmal an mit, was wir nennen, ein Technical Assistance Projekt. Da werden dann 250.000 Dollar bis 3 Millionen Dollar zur Verfügung gestellt, um eben analytisch zu arbeiten, um rauszufinden, wie würden wir in dem Land vorgehen, was gibt es schon, Dialog zu haben mit den Government Officials, machen auch viel Studien, Study Tours und Capacity Development. Und dann wird zum Beispiel so ein Projekt vorbereitet, wenn das Land sagt, ja, wir wollen gerne ein großes Programm zu regenerativer Landwirtschaft haben. Und arbeiten natürlich auch mit nationalen Universitäten zusammen. Also häufig Twinning, ne? Von vielleicht eine internationale Universität oder internationale Experten, aber dann eben auch wirklich das Ziel zu haben, lokal eine Wissensbasis aufzubauen. Okay.
Teilst du mit mir die Erfahrung, dass das, was an den Universitäten erarbeitet wird und meistens dargestellt wird, so abstrakt ist, dass es vom Landwirt nicht direkt anwendbar ist? Ja, das ist ein ganz interessanter Punkt. Also wie gesagt, ich bin ja kein landwirtschaftlicher Experte, aber ich habe mal einen Zukunftsworkshop in Kasachstan mit der Landwirtschaftsuniversität geleitet und mit mir war ein sehr erfahrener ADB-Landwirtschaftsexperte, der seit 40 Jahren in dem Bereich arbeitet, selber auch auf einer Farm in Australien groß geworden ist, also sehr praktisch war und der hat das genau so auch wiedergegeben und gesagt, dass eben das theoretische Wissen gerade in der Landwirtschaft sehr, sehr anders ist als das praktische Wissen. Und der sagte, wir müssen uns halt viel mehr mit den Landwirten an sich auseinandersetzen und beschäftigen, hören, was braucht ihr eigentlich und wie können wir eure Kapazität aufbauen. Ein interessantes Beispiel ist in Tadschikistan. Da hatten Kollegen ein neues Landwirtschaftsprojekt für Livestock, also Kühe und also Tiere, aufbauen wollen und fanden dann heraus, als sie sich dann mit neuen auch Foresight-Tools und Design-Thinking-Tools mit den Landwirten auseinandersetzten, dass ihre Analyse des Problems und was die Lösung war, vollkommen anders war als letztendlich die Realität. Ich gehe jetzt nicht ins Detail, aber absolut, ja, stimmen wir zu. Und ich denke, da ist sicherlich ein Vorteil von einer Entwicklungsbank, weil wir sehr praktisch sind. Wir sind keine Theoretiker. Diese Projekte müssen implementiert werden. Das heißt also, dass wir versuchen, wirklich das theoretische Wissen, also sozusagen theoretical perfectionism, das Perfekte anzuwenden auf, was ist möglich in einem bestimmten Kontext, in einem Land, in einem bestimmten Sektor. Sehr schön, vielen Dank. Wir haben in Deutschland oder Europa das Problem, dass wir viel zu wenig Menschen haben, die in der Beratung dort tätig sind. Habt ihr mit Sicherheit im asiatischen Bereich noch mehr, oder? Ja, deshalb freut es mich so sehr, euch hier kennenzulernen, mit euch hier zu sprechen. Ich denke, da gibt es drei Probleme, die ich so sehe. Das erste ist, dass Wissensmanagement eben nach wie vor nicht unbedingt so ernst genommen wird, dass es wirklich ein Beruf ist oder eine Skill ist. Also das sehe ich als erstes Problem. Die zweite ist, dass wir natürlich diese Bewegung hatten, dass Leute dachten, Knowledge Management heißt irgendein IT-System und irgendein Repository, aber noch keins dieser Repositories hat ja irgendwelche Probleme letztendlich gelöst. Und das ist das Erste. Das Zweite ist, es gibt halt wenig Studiengänge, also in Asien fast keine. Bangkok ist ein Zentrum, Thailand, aber sonst gibt es relativ wenig. Und natürlich auch sehe ich jetzt erst, dass wirklich auch Regierungen und Privatsektor verstehen, dass sie Wissensmanagement ernst nehmen müssen. Ich sehe das in Japan ganz stark. Da arbeite ich mit der japanischen Wissensgesellschaft zusammen. Die erkennen jetzt, dass sie aufgrund der Wirtschaftssituation in Japan des nicht vorhandenen, sage ich mal, Innovationsmanagements oder Wissensmanagement für Innovation große Probleme im Moment haben. Also es kommt jetzt, denke ich, immer mehr. Das Interesse an Wissensmanagement. Wir in der Bank, wir kreieren jetzt eine Job-Family und professionalisieren das und verbinden das mit der Gruppe, also Wissensmanagement, Informationsmanagement und Kommunikation. Und das ist, denke ich, wäre schon mal ein guter Schritt. Wenn ich mir die Amerikaner angucke und USA, da bin ich Guest Lecturer an der Columbia University und da gibt es ganz viel Diskussionen zu der Zukunft der Arbeit und wie wichtig eben menschliches Wissensmanagement sein wird, wenn wir so viel artifizielle Intelligenz haben werden und dass wir eben immer mehr eigentlich Sense-Making brauchen und Governance und Menschen zusammenbringen und kollektive Entscheidungen besser treffen müssen. Was mich einfach interessiert, wie evaluiert ihr die Projekte? Da interessiert mich vor allen Dingen der Aspekt der Nachhaltigkeit. Und gibt es überhaupt nach der Implementierung von Projekten? Das ist bei Zukunft ja manchmal nicht so einfach, aber es gibt ja sicherlich auch Projekte, die implementiert wurden, die auch angestoßen, die auch laufen. Gibt es da eine Überprüfung von der Wirksamkeit oder auch der Wirklichkeit, wie sie dann stattfindet? Und wie sieht das aus? Das interessiert mich einfach. Ja, das ist eine super spannende Frage. Also alle Entwicklungsbanken haben eine unabhängige Evaluierungsgruppe. Und die ist unabhängig, die reportiert direkt ans Board, sodass es also nicht zu irgendeinem Interessenskonflikt kommt. Wir haben das auch. Und die evaluieren die Projekte, wenn sie eben implementiert sind. Und da gibt es vier Kategorien und eine ist Sustainability, also Nachhaltigkeit. Interessanterweise ist die Performance im Bereich Nachhaltigkeit eigentlich in allen Entwicklungsbanken in den letzten Jahren hat sich das verschlechtert.
Das ist also erstmal eine Observation, was für uns auch ein Grund war zu sagen, wir brauchen mehr Wissensmanagement, mehr Zukunftswissensmanagement, um Nachhaltigkeit eben zu verbessern. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt, den wir in der Evaluierung sehen, ist, dass wir jetzt immer mehr in Real-Time-Evaluation gehen. Dass wir jetzt sagen, es macht ja keinen Sinn, da 8 Jahre, 10 Jahre zu warten, bis das implementiert ist. Wir brauchen viel schneller, müssen wir sehen, was wir lernen, was muss verändert werden, ist das Projekt noch so relevant, muss es adjusted werden und so weiter. Also das ist jetzt ein neuer Trend in der Evaluierung. Das hat die ADB das erste Mal angewendet, jetzt während der Covid-Response, weil wir ja unheimlich viel Geld zur Verfügung gestellt haben für die Covid-Response und dann wurde sehr viel Real-Time-Evaluation gemacht. Die Evaluierungskollegen, mit denen ich eng zusammenarbeite, die sagen immer, ein Problem, das sie haben, das hat auch wieder was mit Wissensmanagement zu tun, ist, dass sie häufig nicht genug Beweise haben. Also dieser ganze Prozess von Evidence, Collection und Management in dem Implementierungsprozess ist zu schwach. Das heißt, häufig sind die Evaluierungen dann auch jetzt, ihr könnt euch das gerne mal auf der Webseite angucken, da gibt es auch so ein EBA, so ein Machine Learning Evaluation, Lessons Learned Plattform, ist ein bisschen dünn, ja, also ist man so, gibt es da nicht noch irgendwie eine tiefere Erkenntnis? Und das führt jetzt dazu, dass wir in der ADB unsere neuen Business-Prozesse überall Wissensmanagement einbauen. In der Projektplanung, in der Projektimplementierung, sodass wir also viel schneller erstens Beweise, Evidence dokumentieren, sie auch besprechen, aber eben auch diese Lessons, die wir jetzt lernen, schneller zurückgehen. Wir machen jetzt zum Beispiel, arbeiten wir mit NASA, mit dem ehemaligen, einem der ehemaligen NASA-Experten zusammen und machen jetzt neue Art von Case Studies. Also wir haben jetzt so neue Klimaprogramme, unter anderem auf den Philippinen, das erste Policy-Based Landing-Programm, so Klima und Nachhaltigkeit, wurde dieses Jahr erst approved. Und jetzt haben wir sofort, machen wir eine Case Study und versuchen sofort zu lernen. Was war gut, was war schlecht? Und dann auch zu schauen, was kommt als nächstes? Werden diese Policies wirklich dann auch so implementiert? Wie muss es weiter unterstützt werden? Also genau diese Frage, mit der beschäftigen wir uns. Eine dritte Sache ist, dass die ADB, wir haben eigentlich den besten Development Effectiveness Framework von allen MDBs und auch unsere Development Effectiveness ist sehr stringent und rigorous. Aber wir sagen jetzt, wir brauchen einen neuen Development Effectiveness Framework. Wir müssen uns jetzt noch besser überlegen, ob wir wirklich langfristig was erreichen, ob wir wirklich Impact haben. Und das hängt sehr stark auch mit den Wirtschaftswissenschaftlern zusammen, die natürlich auch mittlerweile erkennen, Investitionen in Infrastruktur und dann zu denken, dass dadurch wirtschaftliche Entwicklung kommt, das heißt noch nicht, dass es dann eben nachhaltig ist. Also ganz viele Diskussionen dazu finden statt und da kommt auch wieder die Zukunftsforschung rein. Unsere Wirtschaftswissenschaftler, die jetzt eben Zukunftsforschung mit einnehmen wollen, zusätzlich zu dem traditionellen Forecasting in der Wirtschaftsforschung. Das heißt, es ist auch manchmal ein paralleler Prozess. Das heißt, die Implementierung und die Evaluation, das ist nicht immer unbedingt hintereinander. Das funktioniert manchmal auch parallel. Das wollen wir immer mehr parallel haben. In der Vergangenheit war das wirklich statisch. Ne? Das war im Prinzip wie eine Fabrik. Erst wird was angefertigt, dann wird es irgendwie weitergereicht. Aber ich meine, das Problem ist ja auch, häufig hat der Teamleader, der das Projekt entwickelt hat, implementiert es nicht. Und die Person, die es dann am Ende sozusagen fertigstellt und dann evaluiert, die hat nie mit dem gesprochen, der es am Anfang eigentlich entwickelt hat, ne? Außer vielleicht der Government Counterpart weiß das. Und das hat natürlich dazu geführt, dass am Ende dann wenig Leute wirklich an der Evaluierung Interesse hatten. Mhm. Und das soll sich natürlich auch verändern. Wenn ich als Teamleader designe und implementiere und dann noch am Ende evaluiere, dann logisch, dann würde ich wirklich viel lernen. Ja, ist richtig. Mhm. Dankeschön. Und das mir vielleicht zu dem Punkt, das noch ganz interessant ist, häufig werden in der Entwicklungsarbeit, Entwicklungsbanken, in den Regierungsministerien oder den Agencies, die es implementieren, werden Project Management Units aufgesetzt, also die vor allem dann für dieses Programm oder Projekt verantwortlich sind, um das zu implementieren. Das Problem ist, dass die meisten Civil Servants oder Government Officials, die haben ein Interesse, das einfach zu implementieren. Das Geld muss fließen, es muss was gekauft werden, es muss was sichtbar sein. Deren Interesse ist nicht unbedingt das Wissensmanagement. Ja, weil die natürlich auch häufig wieder fluktuieren. Ne? Da ist ja unheimlich großer Wechsel von Staff und so und so weiter. Also das ist ein anderer,
Deshalb denken wir jetzt sehr stark darüber nach, wie wir nationale und subnationale Wissensagendas unterstützen können. So ein bisschen die Arbeit, die Andreas Brandner in Österreich macht, Knowledge for Development. Ich fand das interessant, auch von den Ländern her, die du vorhin gezeigt hattest, weil das ja durchaus auch Länder sind, wo es doch auch Vorgaben gibt. Schränkt euch das manchmal in der Arbeit ein oder habt ihr da einen guten Weg gefunden, das zu minimieren? Ja, das ist eine ganz interessante Frage. Letztendlich, es ist so im Prinzip, ist man so verschiedene Forces. Ne? Auf der einen Seite muss man die globale Agenda implementieren, die ja ganz klar ist, was Nachhaltigkeit und Klima und soziale Gerechtigkeit anbetrifft. Auf der anderen Seite muss man den Klienten, das Land, der natürlich zufriedenstellen, was wollen die und muss die unterstützen. Und man hat als Bank natürlich auch noch bestimmte Accountability und Vorgaben und Safeguards. Also das ist so, ich nenne das so das magische, das goldene Dreieck. Und dafür brauchen wir natürlich gutes Wissensmanagement. Also ich sage immer so, wir müssen nicht nur wissen, dass wir die Sachen richtig implementieren, sondern dass wir auch das Richtige machen. Wie entscheiden wir, welche Projekte sind die besten und nicht nur, weil der Klient das will. Das ist sehr schwierig und bedarf eben auch einer anderen Fähigkeit, muss man ganz klar sagen, von vielen Leuten, die in den Ländern sitzen, aber das etabliert sich langsam. Okay, danke. Mir ist klar, dass der Gedanke an die Zukunft unglaublichen Impact generiert und dass es funktioniert, was ihr anbietet. Mich interessiert es so wirklich so in der Umsetzung. Wie lange arbeitet ihr an so einem Projekt? Wie viele seid ihr da jetzt auch innerhalb der Projektvorbereitung? Genau, also das ist eben, es klingt dann so, wir haben mal da so einen Workshop gemacht. Wobei das 2018 relativ naiv war, muss ich sagen. Ja, das war so ein bisschen experimentell. Aber man braucht natürlich erstmal einen Champion im Land. Das ist häufig unser Country Representative. Der muss das erstmal verstehen und muss auch da Buy-in haben. Dann brauchen wir, wenn wir zu bestimmten Sektoren arbeiten, natürlich auch die sektoriellen Experten. Also jetzt im Beispiel Armenien haben wir gearbeitet mit den Städteplanern. Die waren dann auch im selben Moment im Land. Die hatten auch ihre Geschäftsreise zu der Zeit. Da waren dann 3 Städteplaner vor Ort. Dann waren 2 Städteplaner vom Land involviert. Dann waren noch Consultants involviert, die Städteplaner für ihre derzeitige analytische Arbeit sowieso dabei hatten. Dann hatten wir Zukunftsforscher. Also das war mit Sohail in Ayatollah. Dann natürlich Übersetzer. Die Übersetzer müssen auch vorher trainiert werden, weil die viele in der Lokalsprache gibt es gar nicht so diese Ausdrücke. Also muss man auch erstmal eine Diskussion haben und erklären, was man eigentlich meint. Und dann gibt es natürlich dann die Nachbereitung. Ne? Wie geht das dann nach so einem Workshop weiter? Also das Ganze ist dann schon ein Prozess, der sich über mehrere Monate hinzieht. Und man muss eben ganz stark mit dem lokalen Büro arbeiten, um auch zu identifizieren, wie du das auch sagtest, dass die richtigen Leute eben im Raum sind und damit dann auch was anfangen können. Und dass wir dann auch Kapazitäten haben im Land, dass man Follow-up machen kann. Zu diesem Follow-up, genau, das wäre meine nächste Frage gewesen, weil du hast die Effectiveness, also auch dann in Bezug auf ein Framework genannt. Nach welchem Zeitraum bewertet ihr den Erfolg eurer Maßnahmen? Ja, also jetzt zu der Zukunftsarbeit, da habe ich, das ist ganz interessant, gerade weil ich halt eben auch wissen möchte, inwieweit haben wir wirklich was beeinflusst, auf Länderebene, aber auch innerhalb der Bank, haben wir jetzt eine Forscherin angestellt, eine Akademikerin, Ivana, die jetzt eben auch sich damit auseinandersetzt, um die Beweise zu finden, inwieweit führt es zur Veränderung. Und das reicht von Policy Reviews über Key Informed Interviews und so weiter. Wir fokussieren uns da jetzt ganz stark auf die Philippinen, weil wir da eben so viel gemacht haben, auch mit einem lokalen Foresight Think Tank und den auch aufgebaut haben und dann in Armenien. Und ich denke, unsere Erfahrung hat uns gezeigt, was natürlich letztendlich euch allen auch klar ist, dass so mal hier ein bisschen Sprinkle, machen wir einen Foresight-Workshop hier und da und so, es macht Spaß und dann kommt nichts weiter, danach macht keinen Sinn. Sondern es muss eben strategisch verankert sein, auch in einer ganzen Länderstrategie, sodass wir es jetzt eben auch anbieten für bestimmte Länder, um die neue Länderstrategie, die Bank alle 3 bis 5 Jahre erneuert, zu entwickeln. Und das eben als Prozess haben wir in Usbekistan zum Beispiel gemacht. Da hatten wir dann einen ganzen Prozess mit unserem Länderbüro über 6 verschiedene Workshops,
um die zu stimulieren? Wie könntet ihr nachdenken über die neue Länderstrategie? Worauf kommt es wirklich an? Also im Prinzip sehr viel geschneiderte, angepasste Prozesse und Arbeiten. Zum Beispiel jetzt mit den Wirtschaftswissenschaftlern machen wir erstmal so ein Awareness Raising, so ein Panel mit Futurists und aus Singapur, aus Usbekistan, aus Philippinen, aus Dänemark, um dann Interesse zu wecken und dann einen Workshop. Und dann nach dem Workshop mit denen, die Interesse haben, es in ihren Ländern anzuwenden, dann ein Deep Dive. Und dann denke ich, drei Länder werden wahrscheinlich dann übrig bleiben. Wie ist eure Zusammenarbeit oder Verbindung zu dem New Club of Paris? Du hast, glaube ich, das kurz erwähnt. Ja, also Club of Paris haben wir jetzt nicht so direkt viel Kontakt, aber über Andreas Brandner arbeiten wir gerade an einem Konzept, wie wir eben über unsere Wissensarbeit in Ländern und über diese Länderstrategien Wissenspläne entwickeln, die eine bestimmte Wissensagenda im Land unterstützen. Also wir in der ADB, wir haben eben unser Investmentportfolio und jetzt haben wir auch unser Wissensinvestmentportfolio, einen Plan, das leitet mein Team, um das eben zu verbinden. Welches Wissen brauchen wir, um das Portfolio in diese grüne, klimaorientierte Richtung weiterzuentwickeln? Und jetzt sagen wir, wie unterstützen wir wirklich das Land zu einem bestimmten Thema, um das Wissen aufzubauen? Und da hat jetzt Vietnam angebissen. Und die würden sich jetzt gerne wirklich damit beschäftigen und wollen dann eben auch Wissensmanagement in Universitäten machen, vielleicht auch stadtbezogen und wollen wirklich da systematisch rangehen. Und wir haben ja Länder, die das super gemacht haben in der Region, die wirklich auch als super Beispiele dienen können, wie zum Beispiel Korea. Ja, Südkorea hat ja ganz viel in Wissensmanagement investiert und ganze Ökosysteme aufgebaut oder Singapur oder zum Teil Malaysia, sodass wir die dann auch einladen können, um das dann sozusagen zu teilen und sich auszutauschen. Ich habe selber noch zwei Fragen so mitgenommen und eine Überlegung. Dieses Thema, dieser langfristige Impact. Und das ist mir bei diesem Flughafenkonzept, was da in der 3D-Printing wechselt und was du zu Singapur gesagt hast, so in den Kopf gekommen. Singapur ist neben Israel eins der führenden Länder in den Designlebensmitteln. Also dort, wo aus Stammzellen zum Beispiel jetzt Rinderfiletsteaks hergestellt werden, in Asien sind es mehr Hühnchen. Langfristige Nachhaltigkeit in Deutschland war halt, wie jeder kann sich ja noch erinnern, dass es komplett verhindert wurde, ne? Weil alles mit Gentechnik und Biotechnologie ganz böse ist. Wie schätzt man den langfristigen Impact ein? Wie bewertet man das? Weil man sieht ja genau in dem Bereich ist ja Deutschland komplett in die verkehrte Richtung gestürmt über Jahrzehnte. Ich denke, ein Land, das das sehr gut macht, ist wirklich UAE und da eben Dubai, die sich ganz stark damit beschäftigen mit Zukunft und dann entwickeln sie so wir nennen das Zukunftsräder. Also das ist jetzt die Zukunft und dann Impact in der ersten Ordnung, in der zweiten Ordnung, dritten Ordnung und so weiter. Also ein bisschen wie Policy Analysis, aber sich ganz stark beschäftigen mit Anticipatory Policy Making und im Prinzip dann schon anfangen zu regulieren, wie die Zukunft jetzt 3D-Printed Meat oder Metaverse, wie das aussehen könnte, ohne die Innovation zu hemmen. Aber haben halt Prinzipien, ja, Bevölkerungsgesundheit, Schutz, Sicherheit und so weiter. Und das ist sicherlich ein Gebiet, das ganz stark auf die Zukunftsforschung sich beruht. Also da gibt es, ein klassisches Beispiel ist natürlich 3D-Printed Meat und die Lebensmittel. Dann natürlich, klar, Digitalisierung, Metaverse, wie soll man es regulieren? Andere Sache ist natürlich der Gesundheitssektor. Personalized Medicine und Personalized Products und wie soll man das regulieren und die Sicherheit sicherstellen oder auch ganze Geschichte von Avatars, wie sollen die oder Roboter, wie sollen die verantwortlich gemacht werden oder sollen Roboter getaxt werden und so. Das passiert relativ viel in Asien zu diesen Gedanken. Ich denke, ein Problem, wenn das Zukunftsdenken nicht langfristig eingeführt wird und zu einer wirklichen Practice wird, was ja in Singapur erreicht wurde, ist ein Problem, dass man vielleicht mal so einen Schub hat und dann denkt ein Land darüber nach und anticipated, wie sagt man auf Deutsch? Antizipiert. Genau, antizipiert. die Zukunft, wenn man dann nicht wieder auch Mechanismen hat, um das immer wieder zu besuchen sozusagen oder zu evaluieren, ist das immer noch das Richtige, sind wir noch auf dem richtigen Weg, dann kann das schwierig werden.
Dann danke ich erstmal für die Antwort. Jetzt habe ich noch meine typische letzte Frage. Da geht es immer um diesen Lernprozess. Also als ihr euch das überlegt habt mit diesem Foresight Thinking und damit begonnen habt, da hat man ja immer bestimmte Vorstellungen und ein Teil von diesen Ideen, die man hat, wie man das einführen möchte, funktionieren. Andere hat man schon angepasst und bei manchen hat man in Zukunft vor, das anders zu machen aus Erfahrung raus. Wie bei euer Lernprozess? Was hat sich gut bewährt? Was habt ihr schon angepasst? Und wie geht ihr in Zukunft vor, wo er sagt, das ist bisher noch nicht so optimal gelaufen? Ja, ich denke, das, was Heidi, glaube ich, auch sagte, ich glaube, wir haben gelernt, es ist schwierig. Ich improvisiere. Ich habe kein Problem mit Improvisieren und außerhalb meiner Komfortzone zu sein und was Neues zu machen. Deshalb bin ich sicherlich gut, um solche neuen Ideen anzuwenden. Aber letztendlich liegt das den meisten Menschen bei uns überhaupt nicht. Ja, die mögen das gar nicht, die wollen das strukturiert haben und geplant und so weiter. Deshalb glaube ich, rückblickend würde ich sagen, weniger ist mehr. Wahrscheinlich lieber weniger streuen am Anfang und weniger verschiedene Experimente durchführen. Vielleicht sich mehr auf einen Sektor oder ein Land konzentrieren. Vielleicht schneller innerhalb der Bank eine Gruppe von Champions aufbauen. Das hat jetzt wirklich eigentlich 6 Jahre gedauert, das zu machen, hatte aber auch was damit zu tun, dass ich einen anderen Level hatte, als ich damit anfing. Jetzt bin ich im Management, aber damals, als ich damit anfing, war ich im Prinzip so Mid-Level-Expert. Also das hat schon was auch damit zu tun, in welcher Position man in der Organisation ist, um eben Einfluss auszuüben und auch Sachen nach vorne zu bringen. Aber also weniger ist mehr, mehr Fokus, schneller Champions aufbauen, schneller Kapazitäten aufbauen. Und ich glaube, die nächste Sache ist mit einem diversen Netzwerk an Experten arbeiten. Jemand, den ich gut finde, der mir Zukunftsforschung vermittelt, den mag vielleicht Sabine, finde den vielleicht nicht so gut. Die braucht vielleicht jemand anderen. Und das habe ich dann auch irgendwann gemerkt, dass ich brauchte irgendwie 20 verschiedene Personas und 20 verschiedene Arten, wie man Zukunftsforschung eben vermittelt. Und das muss mir nicht unbedingt gefallen, aber wenn das Ziel erreicht und jemand dadurch Interesse bekommt und das dann anwendet, dann ist das okay. Ich glaube, das war so, dass wir jetzt also viel mehr uns auch mit Partnerschaften beschäftigen und auch unsere Partnerschaften noch mehr auch auf lokale Partnerschaften fokussieren, also international, aber auch viel lokal. Ja, so das sind, glaube ich, so die Lessons learned. Also ich persönlich habe ganz viel aus dem Vortrag mitgenommen, fand den hochinteressant. Ich hoffe, dass es euch ähnlich geht. Also ganz, ganz vielen Dank, Susanne. War hochinteressant. Ja, also vielen, vielen Dank. Also das, wie gesagt, ist ja auch immer eine Stunde eurer Zeit, dass ihr mir zugehört habt. Also ich freue mich auf die Verbindungen und die Kontakte und danke für die Geduld mit meinem etwas holprigen Deutsch in der Fachsprache.